Das ist der schöne Wasserfall. Ich will die Wölfe umgehen. Ich mache jetzt halt auf Risiko jetzt. Halt nicht den Hauptweg ablaufen, sondern einfach. Natürlich lassen die mich ja nicht lang. Hier ist halt auch noch was. Ist hier noch irgendwo was? Kann man hier noch irgendwas finden? Nee. Hier ist halt die Kirche, hier geht's aber dann weiter. Hier war ich schon. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Das hat er gespeichert, wenn ich jetzt drauf gehe, gehe ich halt drauf. Ich möchte halt gerne zu dem einen Tunnel noch. Und dann gehe ich aber wirklich. Naja. Ich weiß halt nicht, wo ich hier hin muss. Ich glaube immer die Straße lang. Ja, die Fackel habe ich angemacht, weil da der Wolf lang ist. Und da kommt die schöne Musik wieder. Die Hasen lasse ich jetzt mal Hasen sein. Ich will eigentlich nur zu dem Tunnel. Das ist halt ein Hirsch. Ich hoffe halt, dass ich auch speziell was kriege dafür, dass ich extra dorthin laufe. Es kann nur sein, dass das Spiel mich komplett verarscht. Und ich umsonst dorthin gelaufen bin. Ich hab's gewusst. Ich weiß halt nicht, was sie für einen Radius haben. Die Viecher. Oh, hier sind überall welche.
muss beobachten, wie weit er läuft. Ich weiß nicht, ob ein dritter hier ist. Also hier könnte ich mich verstecken vor den Wölfen. Das haben sie aber fies gemacht, dass du dann überall Gänge hast. Dass sie nicht zurückkommen. Das wäre nicht gut. Gut. Das ist halt das Ähnliche, wo ich mich verteidigen könnte. Ah, hier ist die Zugbrücke. Okay. Now to find that secret stash. Ah, here it is. Oh, Leuchtpistole. Juhu. Geil. Leuchtpistole. Du hast seine Notiz gefunden. Mission abgeschlossen. Okay. Eine Leuchtpistole haben wir. Das ist natürlich nicht schlecht. Und dann wird es halt darauf hinauslaufen, dass wir dann doch zum Bauernhof gehen. Ich durchsuche jetzt nochmal die ganzen. Ob man hier auch irgendwo inne. Ein Dingseisen kriegt. Ein Stemmeisen. Das frage ich mich halt. Ob ich das verpasst habe oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Das wusste ich auch seit. Erst seit neuestem, dass man die Schirme da oben abmachen kann. Und hier soll es ja auch noch Bären geben. Das wird ja auch noch lustig. Also überleben wird ja, ja, witzig. Hier oben drauf irgendwas. Irgendwie ein Messer oder irgendwas. Ein Wetzstein. Das kommt gerade handy. Einfach mal durchsuchen, durchsuchen. Einfach alles durchsuchen. Also gelohnt hat es sich schon mal hier zu laufen. Nur halt der Rückweg wird lustig.
lay down right here if I thought I'd ever wake up again. So, komm. Bisschen Kaffee noch trinken. Dann gucke ich mal noch mal, was da hinten gibt. Und dann. Thank goodness. Und dann schauen wir mal weiter. So. Es wird dann nämlich so langsam dunkel. Leuchtpistole jetzt. Das wirklich dann, dass ich jetzt noch mal hier gucke, ob es hier was gibt, ob man hier was looten kann, ob man auch wirklich hier die Ecken abgucken muss, ob es irgendwas gibt. Das weiß ich halt nicht. Aber ich glaube nicht, oder? Nee. Ist da wirklich hier irgendwas ist? Nee. Scheiße. Ich muss halt jetzt gucken, wie ich wieder zurück. Puh. Dass ich irgendwie vielleicht da unten am Eis zurückdingsen kann. Das Einzige, was mir halt fehlt, ist der Schlaf. Dass ich vielleicht unten hier unten langlaufen kann. Ganz unten kommt man ja gar nicht runter, oder? Ja, ja, Essen brauchst du jetzt nicht unbedingt. Dass ich mal versuche, hier runterzukommen irgendwie. Ich glaube, das ist keine gute Idee, oder? Ich guck nur mal kurz. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee, oder? Nee, oder? Da verletze ich mich doch bestimmt, oder? Ja, passt schon. So, wir haben ja genug Verband mit. So. Ich gucke noch mal, ob hier was liegt. Hier Krähen. Ah, guck. Siehst du, das verpasst man alles. Nice. Ich habe hier noch was Schönes.
Vielleicht kann ich dann hier zurückgehen. Ist vielleicht sicherer als... Sicherer als... Ist vielleicht auch windgeschützt. Ich weiß halt nicht, ob ich... Wie kann ich hier ein Lagerfeuer machen? Ein Lagerfeuer könnte ich machen. So. Aber wie gesagt, wie es jetzt denn weitergeht. Ob ich dann wirklich jetzt hier zurückfinde. Aber eine Leuchtpistole haben wir ja jetzt schon. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sag schon mal tschüss und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.